Wir sind hier auf dem Community Camp 2014 in Berlin und neben mir steht Sascha. Sascha hat eben eine Session zum Thema Snapchat gegeben. Sascha, was fasziniert dich so an Snapchat? Neben natürlich, dass es neu ist, ist es natürlich auch interessant, um mal zu merken, wie sich so der ganze Medienkonsum und auch die Medienproduktion verändert und dass wir da vielleicht ein neues Netzwerk haben, was noch gar keiner auf dem Schirm hat und die Möglichkeiten davon einfach mal zu diskutieren. Und die Session war ja ziemlich lebhaft. Was kam so raus bei der Session? Gibt es so eine Quintessenz für dich? Dass sich halt viel ändert, dass wir so einen leichten Shift haben zur Peer-to-Peer-Kommunikation, also wieder 1:1, aber auch, dass eine Medienproduktion, dass zum Beispiel es viel interessanter ist, ein Bild von einem Bett zu sehen mit einem kurzen Text, ich gehe jetzt ins Bett, als einfach nur eine SMS, weil es viel, viel persönlicher wirkt. Mhm. Ja, ich fand die Session auch sehr interessant. Sag mal deine persönliche Meinung, wie könnte es weitergehen? Was könnte die Zukunft von Snapchat sein? Die Zukunft von Snapchat kann natürlich auf jeden Fall sein, dass es in Deutschland einen riesigen Impact hat, immer größer wird, dass immer mehr, vor allem junge Leute, das nutzen und dass wir das dann wirklich auch nutzen müssen als Marken. Und da bietet halt Snapchat auch viele, viele Möglichkeiten. Und die Diskussion war auch schön, wie nutzt man das? Weil der eigene Content ja nach 24 Stunden verschwindet. Aber die Diskussion an sich war ja interessant. Ja. Prima, dann schönen Dank für deine Session. Ja. Und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder mit einem weiteren Erfahrungsbericht. Danke. Ciao.